Barockschloss Ramenau oder Barockschloss Ramenau, wie es heute genannt wird, liegt zwischen Dresden und Bautzen nahe der Autobahn A4 Anschlussstelle Burgau. Bereits Ende des 16. Jahrhunderts wird Ramenau als Rittergut erwähnt. Von 1721 bis 1731 ließ der damalige Besitzer, der sächsische Architekt und Baumeister Johann Christian Knöffel, das heutige Schloss mit Nebenanlagen und Barockgarten errichten. Allerdings übernahm sich Knöffel finanziell und ging bankrott. Erst die nachfolgende Besitzerfamilie von Hoffmann vollendete die Anlage. Im Siebenjährigen Krieg diente Schloss Ramenau dem preußischen König Friedrich II. 1758 kurzzeitig als Hauptquartier. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die letzten Besitzer aus der sächsischen Uradelfamilie von Helldorf während der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone enteignet. In der DDR wurde das Schloss ab 1951 unter anderem von der Hochschule für Bildende Künste Dresden und ab 1961 als Museum sowie ab 1968 als Restaurant genutzt. Museum und Restaurant gibt es auch heute noch weiterhin. Außerdem können Räumlichkeiten des Schlosses für Feiern und Events gemietet werden. Südlich schließt sich an das Schloss ein weitläufiger Park an, der zum Entspannen und Ruhetanken einlädt.